Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse, as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in recorded history continues to pound. Mach ich lieber aus. So eine Shit, ey. Vor allem. Wow. Das habe ich gerade gesagt. Auf dem Sexbett sterben. Elendiger Tod, ey. Okay, hier ist ein Pinkler, muss ich mir merken. This party had been dead for a while. I couldn't say I was sorry I missed the show. Ah, der wurde gar nicht erschossen, sondern. Wobei. Ich glaube nicht, dass man von den Spritzen irgendwie eine Kopfwunde verkriegt. Weil man kann ja nicht sagen, ob er. Einfach mal drauf springen. Ob er tatsächlich durch eine. Ist natürlich eine Frage, wurde er erschossen? Oder ist es einfach, dass durch die Spritzen irgendwie Blut aus. Ich glaube, der war einfach krasser Junkie und wurde trotzdem erschossen. Ich glaube nicht, dass die Spritzen fürs Bluten sorgen, so krass, meine ich, ne? Kann aber natürlich auch am Alter des Spiels liegen, dass es so mehr so krass dargestellt wird. Hier ist zugemauert. Hier kann man drüber gucken. Vielleicht ist hier einer. Wäre geil, wenn man hier. Oh, vielleicht kann man hier gleich eine Granate drüber werfen. Falls man merkt, dass hier ein Fall. Der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Flash? Fuck, wir sind tatsächlich gestorben. Weißt du was? Ich höre wieder Schritte. Den habe ich jetzt einfach mal lieber gekillt, bevor jetzt irgendwelche Probleme durch den entstehen. Ich kann nicht durch die, um die Ecke gucken, leider. So, das war ein eleganter Kampf. Mehr oder weniger. Oh, die haben so schön viel Munition. Ich habe übrigens den Junkie gekillt, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass er mich tatsächlich von hinten erschossen hätte. So, und was wir jetzt machen werden ist, ein Painkiller nehmen, weil hier war ja noch einer. So haben wir dauernd die maximale Anzahl bei uns. Lol. Und auf Cocktail. Krasser Shit. Oh, ups. Okay, so springt man zur Seite. So, ich weiß nicht, warum ich das machen musste. Unterdrückte Wut nehme ich an. Okay, hier geht's nicht weiter, das ist gut so. I found Muerte's room. 313. Okay, funktioniert nicht. Junkie. Ich sagte Junkie! Wow. Also, die Schande gebe ich mir nicht, von einem Junkie erschossen zu werden. Der Junkie war voll die Ablenkung für den anderen Typen, ey.
Du erschießt mich nicht. Hättest du mir sagen können, dass da einer auf dem Klo ist? Scheiße, du hast eigentlich den Tod verdient. Okay, ich will damit nicht sagen, dass jemand unter Drogenprobleme hat, versucht da zu sterben. Nein, Drogen sind toll. Aber jemand, der mich nicht warnt, vor Leuten, die mich potenziell killen könnten, die sind schlimm. Weißt du was? Ich speichere einfach mal so hier nochmal richtig. Oh oh. Das Geile ist, ich habe tatsächlich mich noch erinnern können, dass hier so eine Sache war. Deshalb bin ich tatsächlich direkt am Anfang ausgewichen. Also ich habe tatsächlich nicht die Reaktionszeiten von einem Blitz, ne? Ich habe tatsächlich noch mich erinnern können, dass hier eine Shotgun auf dem Dings lag. Coole Musik. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return, I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. Mal googeln. Ah, hier ist ein Pinkel, ach so. Ich habe das Gefühl, mich erwarten jetzt ein paar Leute. Weil die Musik nicht aufhört. Ich weiß nicht, ob diese Schritte, die ich manchmal höre, was zu bedeuten haben oder nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl mittlerweile eher nicht. Okay, jetzt können wir safen. Ja, also dadurch, dass wir hier jetzt da rein können, habe ich, glaube ich, eine Idee, was wir hier machen müssen. Ah, Mann. Ach, diese alten Spiele. Haha, war das nicht cool, oder? Okay. Die Shotgun ist gut, die hat auch vor allem ganz gute Reichweite. Ich wollte eigentlich zur Seite springen. Was ist eine Waffe? Sieht irgendwie aus wie eine Waffe. Moment. Was ich sagen wollte ist, was viele nicht wissen, Shotguns sind gar nicht mal so krass, haben nicht mal so krass wenig Reichweite, wie man denken mag. Das hängt ein bisschen von der Munition ab. Man kann zwar so eine Schrotmunition haben, die so, ich sag mal, krass streut und deshalb nicht so gut auf Distanz ist, aber es gibt auch bestimmte Kugeln, die gehen auch gut auf Distanz. So, so viel weiß ich zumindest. Ich weiß ja wenig über Waffen, aber das weiß ich. The hooker had left her diary on the table. Hä? In welchem Raum? Ist das der richtige Raum, meinst du? Wow. Ich will noch nicht weitergehen, ich weiß nicht, welcher der richtige und welcher der falsche Weg ist. Okay, hier waren wir schon voll, ne? Okay, dann gucken wir uns nochmal kurz hier um. So, das meinen die. Ist kein Raum. Okay, hier lang, Moment. Okay, interessant. Dann geht es wahrscheinlich hier weiter. Wir gucken uns auf jeden Fall den Hinweis an. Moment, das meinen die, ne? Ja. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent her the latest one-eyed Alfred tape.
As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. Hoffen wir, wir finden die Nutte. So, ich meine Prostituierte. Moment, lol. Stimmt, das ist ja ein Schrank. Das ist als Schrank getarnt. Interessant. Hey, what the hell? Ach du fickgesichtiger Mongo, ey. Ich hasse es, wenn sie ein... Okay, weißt du was? Ist aber nicht so schlimm, denn... A hooker had left her diary on the table. Machen wir das an. Das müssen wir jetzt aber wiederholen. Aber das kann man tatsächlich überspringen. So, und jetzt speichern wir. Gucken wir nochmal hier. Aber von hier aus müssen wir die ja sehen. Hä, warum kommen wir nicht mehr durch? What the fuck? Wir kommen nicht mehr weiter. Ich habe doch alles gemacht. Eigentlich. Ich bin verwirrt. Ich bin vollkommen verwirrt. Vielleicht nochmal laden? Nee. Load. The hooker had left her diary on the table. The diary belonged to a hooker. Moment, oh fuck, man muss natürlich die E-Taste drücken, deshalb kann ich das nicht aufkriegen. Oh, war das dumm. Na egal, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht verschwendet. So, Moment, probieren wir es mal so. Wobei, gucken wir mal, wir können ja durch die Glastür gucken. Na fuck. Wie die diskutieren. Oh. Sie kommen mich alle holen. Da lief doch perfekt. Ich will mal was probieren. Dafür werde ich mal kurz zwei Schüsse verschwenden. Technisch gesehen, wenn man in Bullet Time springt, mit der Shotgun kann man zwei Schüsse abgeben. Wenn man direkt am Anfang springt und dann nochmal, wenn man quasi auf den Boden aufkommt. So, und so kann man natürlich normal springen. Das wollte ich nur wissen, ne? Muss man natürlich sich merken. Ah, ich glaube, hier kann man, hier habe ich ein kleines Easter Egg für euch.